Wir haben noch nicht alles gesehen. Charlotte, du kannst nicht... Du bist jetzt noch nicht tot. Charlotte! Charlotte? Das sind... Old Envelope. Also in diesem Korb sind irgendwelche Sachen drin. Und die enthalten ganz viele verschiedene Stücke von Papier. Ah, the first leaves, also der Wald, der geht jetzt aus dem Herbst raus wahrscheinlich. Und dieser Ausblick vom Fenster, der macht mich ganz einsam. Ich habe gehört, dass der Winter dieses Mal früher kommt. Und ich war schon ganz... Oder dass er overseas, dass er da, wo der Vater ist, früher kommt. Und ich war schon ganz... Oder ich bin ganz besorgt, dass du dann frieren wirst. Aber die Krankenschwester hat gesagt, dass Soldaten sind alle ganz große... Oder die haben alle ganz große, warme Mäntel. Also war ich erleichtert. Und mir geht es auch besser. Und ich warte eigentlich nur noch für dich, dass du nach Hause kommst. Immer nachdem ich meine Gebete in der Nacht gesprochen habe, dann falle ich in Schlaf und ich sehe dein Gesicht und ich höre deine Stimme. Und ich hoffe immer, dass ich dich jetzt sehen kann. Dass ich dich direkt sehen kann, wenn du zurück bist. Du erinnerst dich an mein Versprechen? An unser Versprechen? Ja? Ich kann nicht mehr warten auf diesen Tag. Ich bin so besorgt. Und ich bin besorgt, dass ich dich vergesse. Und ob du mich überhaupt noch... ob du dich überhaupt nicht an mich erinnerst. Wie lange ist es inzwischen her? Warum habe ich keine Briefe mehr von dir bekommen? Warum willst du mir nicht mehr schreiben? Hast du mich vergessen? Hast du mich, weil ich krank bin? Daddy, wo bist du? Ich höre nur noch ganz furchtbare Dinge hier. Ich möchte, dass du endlich kommst. Dass wir gemeinsam hier weggehen können. Ich möchte das mehr als alles andere. Ich möchte nur dich, Daddy. Das wird mein letzter Brief sein, weil ich einfach nicht mehr über solche Dinge schreiben kann. Den abgeben, den Brief und weitergeben. Last letter required. Charlotte. Die hat was so gesagt, ihr geht's besser. Geht Charlotte wirklich besser? Oder redet sie sich das auch nur ein? Charlotte. So, da kommen wir nicht durch. Ich will gar nicht mehr rausgucken, ist furchtbar. Wie kommen wir denn da jetzt durch? Ah, wahrscheinlich müssen wir doch zwischendurch. Gibt's ja, glaube ich, auch nochmal eine Tür. Ich sehe schon, wir kommen so langsam nicht mehr einfach so durchs Krankenhaus. Da hinten, guck mal, da kommen wir rein. Und es war doch am Anfang alles so schön. Ist nichts, was uns interessiert, oder? Da ist offen. Wo will ich denn als erstes hin? Runter, Dayroom. 102, wir fangen hinten an. Vielleicht sparen wir uns den Dayroom auch als letztes auf, ich weiß gar nicht. 102, 102, 102. Die Tür nicht zu wahrscheinlich. Die Tür ne? Die Tür nicht zu. Habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Die zu ne Tür. Gott, ich bin komplett durch. Ja, da liegt was auf dem Stuhl. Retiary of War to express a deepest regret was killed in action. Okay, also irgendjemand ist gestorben. Soldier's Death Notice. Ja, wir können es nicht ganz lesen, aber auf jeden Fall was ist. Eine Meldung, jemand ist
ist gestorben. Und die sind ganz furchtbar, furchtbar traurig darüber. Okay, wir gehen vielleicht doch erst in den Dayroom. Das sieht mir jetzt irgendwie special aus. Charlotte, bist du nochmal da? Hallo? Was ist hier? Hallo? Da ist noch was. Das ist eine alte Postkarte. Liebe Grace, du trägst einen Mantel mit Blumen und dieses süße kleine Kleid, weiße Kleid. Und du lächelst mich an. Dieser Minister in Schwarz ist auch hier. Ah, und ich sehe, today, also heute war unser Hochzeitstag. Das ganz zärtlich meine Hand gehalten. Und ich bin der glücklichste Mann dieser Welt. Ich schwöre, dich zu lieben bis zum Ende meiner Existenz. Die Postkarte vom Soldat. Oh, die gute Grace. Oh nein, oh nein. Nun gut. Es wird Zeit. Was sind wir? Ich glaube, das ist jetzt so. Oh, was ist denn hier los? Sind das Rosenblätter? Ich glaube nämlich schon. Das ist auffällig, ey. Im Vergleich zu den ganzen Tristen ist das Rote schon, ey. Ist das unangenehm? Wir haben keine Karte mehr dafür. Was ist das? Warum sind da Betten an der Decke? So, dieses statische Rauschen. Hallo? Oh nein, 209, Charlottes Raum. Charlotte. Schau doch. Meine Krankheit ist besiegt. Mir geht es endlich besser. Also, du hast es versprochen. Du bringst mich zum Rosengarten. Los, lass uns gehen. Kommst du jetzt mit uns? Oh, sie kommt mit uns. Na gut, wir gehen zum großen Garten. Oh, Charlotte. Ist nicht wiedergekommen. Lucy ist weggerannt. Der Krieg hat ihr alles genommen. Und die Krankheit hat ihr den Rest gegeben.
kommst du, Charlotte. Schau doch nun mal da vorne. Wir gehen zum Rosengarten, Kleines. Ich träume von diesem Tag schon so lang. Wir sind fast da. Na komm, Charlotte. Du hast recht, wir sind fast da. Daddy. Da war er. Und da war Charlotte. Und jetzt sind nur noch wir da. Auf dem Friedhof. Na gut, ich glaube, ich brauche nichts mehr weiter dazu zu sagen. Wir wissen alle, was passiert ist. Müssen wir da runter? Ja, ich glaube, da müssen wir runter. Da ist ein Text eingraviert. However sad, however lonely, I cannot grieve. There are no voices here, and I no longer have a mouth, nor ears, nor eyes. I have none. My bones turn to dust, simply roll down your cheek. I bid you, for you truly have nothing. Das war es tatsächlich, ein sehr schöner Grabspruch. Traurig, sehr traurig. Aber auch sehr schön. Können wir andere auch lesen oder war das der einzige? Ich glaube, das war der einzige. So, dann gehen wir mal weiter. Also ich habe es bewusst nicht übersetzt, weil... Was soll auf einem Grabstein schon anderes draufstehen als letzte Fürbitten, letzte Gebete, letzte Gedanken von den Menschen? Letztes Bedauern. Hallo?
Und damit haben wir wohl die Story von Charlotte abgeschlossen. Aber damit ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Ja, das Knacken von Feuer, vom Feuer verrät es auch. Wie es aber weitergeht, sehen wir erst wieder in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Ich finde es so schön, aber auch so traurig. Ich bin mal gespannt, was uns noch weiter erwartet. Was für Geschichten wir noch erfahren dürfen. Naja, wir sehen, hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Passt auf euch auf. Genießt jeden Moment, den ihr habt. Macht das Beste draus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.